Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Dishonored 1. Noch bei Dishonored 1. Und wir gehen in die Nähfabrik. Seid jetzt böse? Du, Weiner sind noch sie selbst. Kriegen die mit, was mit ihnen passiert? Ich glaube nicht. Ich habe nie drüber nachgedacht. Was, wenn sie um Hilfe rufen? Und alle rennen nur weg oder werfen Steine. Da wäre ich nie. Ja. Könnt ja anfangen, den Weinern jetzt zu helfen. Ups. Das wollte ich mir doch holen. So, das hätten wir also auch hingekriegt. Ich gehe mal davon aus, da kann ich einfach nicht hin. Was höre ich denn da? Abgerichtete Ratte. Ein Blitztürmchen. Ja. Nicht nett. Ja, guck mal einer an. Ich würde mal ganz spontan sagen, wir sollten nicht in den Blitzturm rennen. Nur so eine Vermutung. Nein. Und ich sag's gerade noch. Und ich bin der Meinung... Ah, ich sollte nicht mal auf mich hören. Mal sehen, wie du von innen aussiehst. Okay, wir können keine Schüsse abblocken. Ich stech dich ab. Mach mal. Du hast den Kopf verloren. Das Passwort? Walross. Nee. Keine Ahnung. Walknochen. Walknochen. Nein, Hutmacher. Deine Mutter ist ein Hutmacher. Das ist also der Alte, ja? Die sehen verdächtig wie Leute aus, die ich kenne. Sir, die Hutmacher stellen mit den Textilmaschinen Leichentücher für die Toten her. Jetzt ist klar, wozu sie die Zündspule brauchen. Der Anführer der Hutmacher ist wirklich klüger, als er aussieht. Er kann die Fabrik mit tödlichem Gas fluten. Das Zeug frisst sich durch unsere Luftfilter. Alter! Reden Sie mit ihm. Reden? Ich soll charmant sein, kuschelig sein, nicht kaputt machen. Die Kaiserin, sie hatte Corvo Atano dabei und sie waren beide nackt. What the fuck? Sehr witzig. Hab nur gefragt. So. Nur weil du für das Tor verantwortlich bist, sind wir anderen noch lang keine Idioten. Nein? Na, ein Genie wie du kann ja sicher schnell rausfinden, wer es war. Also, ja, ihr merkt, ich kann nicht immer irgendwas dazu sagen, weil ich finde diese Konversationen, die ich selber noch nicht kenne, die finde ich einfach witzig. Und das Spiel bietet so viel Schönes, das muss man einfach mal genießen. Falls jetzt irgendwer denkt, nur weil ich irgendwie so aussehen könnte vielleicht, als ob ich wüsste, was ich tue, vergesst es. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich machen muss. Geschweige denn, wo ich bin. Aber was ich sehe, ist eine Rune. Und eine Seuche. Also ein Buch. Was haben wir hier? Skeeves! Oha. Skeeves ist tot. Jetzt persönlich macht mein Spiel nicht mehr so viel Spaß. Wo ich weiß, Skeeves ist kaputt. Die Headers. Headers gonna head. Oh. Schleichen ist also laut. So, kaputz dich. So, wenn sich das Zeug also durch unsere Masken frisst. Um was wollen wir wetten, dass wir gleich dem Zeug entkommen müssen? Falls ich Mist baue? Hat die Dame zufällig einen Schlüssel für mich? Fragen wir sie doch mal höflich. Junge Frau, haben Sie zufälligerweise einen Schlüssel gesehen?
der zufällig in etwa in dieses Schlüsselloch da vorne passt. Der Mann, haben Sie zufälligerweise einen Schlüssel gesehen? Auch nicht. Wen haben? Hilf mir mal jemand! Das fand ich jetzt persönlich blöd. Ja, fand ich sehr blöd. Die haben also alle keinen Schlüssel. Na gut. Wenn ihr keinen Schlüssel habt und mir auch kein, wo bin ich hier? Und auch keinen geben wollt, dann muss ich wohl zu gewalttätigeren Dingen greifen, wie zum Beispiel selber laufen. Ja. So, was habt ihr jetzt davon? Ich finde das auch cool, dass das hier durch den Handschuh durchscheint. So. Pritz. So. Ich möchte anmerken, dass ich hier nicht gerne sein möchte. So. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Ein Knochenartefakt ist hier. Ansonsten nichts. Gut, dann interessiert es mich auch nicht. Wie viele Runen haben wir eigentlich jetzt? Wir haben 6. Das... Ach, verdammt. Dann teleportieren. Ganz klare Geschichte. Und Vitalität interessiert mich nicht. Assassinen rufen vielleicht. Blick ins Nichts. Er glaubt, das ist im Dunkeln und findet... Hallo? Ich möchte das lesen. Wow! Achso, strategischer Hinweis. Ja, komm. Ist ganz nützlich. Ja, so will ich das sehen. Ist ein bisschen creepy manchmal, aber es funktioniert. So. Dann speichern wir hier noch nicht. Ich sag dir doch, die Kinder nicht rauslassen. Hier. So, warte mal. Ich weiß nicht, was das da oben ist. Aber ich werde es rausfinden. Und dann weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll. Ah ja, es ist also nur ein was, wie heißt es nochmal? Elixier. Glaube ich. Echt jetzt? Achso, ich muss hier die Autografenkarte erst finden, oder was? Trimble hat eine schöne Handschrift. Das macht mich misstrauisch. So. Nichts machen, Wecker auf 5 Sekunden stellen, Wecker auf 10 Sekunden. Da lag übrigens gerade ein Schlüssel. Ja, ich dachte mir schon, dass der Typ hochkommt. Habe ich den etwa gestellt? Der Bandenkrieg wächst mir mit dem Kopf. Vielleicht wächst dir doch viel, viel mehr über den Kopf. Und jetzt sind wir mal nett. Warte. Warte. Hier. Damit das jetzt aber hier nicht zur Gewohnheit wird, ne? Nicht, dass du jetzt denkst, wenn du mal ins Bett musst, einfach hier Wecker stellen, dann kommt Daud und macht kaputt. Nee. Das kannst du haken, Prinzessin. Tafel auf hier. Wo macht man das? Gegengift. Aha. Gegengift, wogegen? Hier? Vielleicht. Viele. Oh, heute. Ratten. Kristalldings. So, jetzt würde ich mal sagen, speichern wir. Gucken uns noch einmal um. Waffe. Schlüssel. Nehmen wir den Schlüssel mit. Und jetzt gehen wir mit dem alten Mann reden, ne? Heilkrötechens. Kleine Explosionsverbesserung. Ich fühle mich explosionsartig besser. No doubt. Ja, ist ja gut. Ich werde von schlechten Witzen heimgesucht. Help me. Oh, habe ich jetzt ein Heim ausgelöst? Ich möchte mal was testen. Moin, Alter.
Darf ich mal anmerken, dass das hier... Komme ich hier raus? Im Schnellverfahren? Ja. Der Kern ist nie zurückgekommen. Ob er immer noch da unten ist? Sollten wir dann wohl gleich mal prüfen. Nein. Nein, du kannst nicht. Nein. Wir speichern jetzt hier mal und reden. Okay. Der Zündspule hier. Sie gehört Ihnen. Ich habe nur eine einzige Bitte, Assassine. Töten Sie mich. Dieses Ding, Trimbles Maschine. Nehmen Sie sie weg. Lassen Sie mich sterben. Sie bekommen, was Sie wollen. Ich muss nur diesen Öltank rausziehen? Nein, noch nicht. Trimbles Maschine hält mich am Leben. Aber sie ist verkabelt. Sterbe ich, wird Gas in die Fabrik geleitet. Zur Absicherung. Ah. Durchsuchen Sie Trimbles Quartier. Oben, er nimmt jeden Tag ein Gegengift. Falls ich sterbe, Sie müssen es sich mischen, um das Gas zu überleben. Ich habe die Formel, mit der Trimble das Gegengift herstellt. Ja, haben wir. Worauf warten Sie noch? Sammeln Sie die Zutaten. Mischen Sie sie im Destillierkolben, dann haben Sie's. Optional sprich mit dem Alten, ja. Der ist ja doch ganz nett, der Mann. Kauf ein. Echt jetzt. Lager. Fabrikhalle. Draper's Ward. Kanalisation. Leute. Das ist eine ganz schön lange Missionskette immer. Nee, ganz ehrlich, ist es. Was? Verdammt, was jetzt? Was soll denn das? Nichts. Nettes Mädchen. Das waren große teleportierende Assassinenratten. Was soll ich jetzt machen? Falls Fragen kommen. Nur falls Fragen kommen. Ansonsten nicht. Warte mal, also das dürfen wir noch nicht machen. Kommen wir hier irgendwie... Nein? Das ist echt... Das ist verdammt lang. Nein, nein. Eingebildet. Ich will eigentlich in die Kanalisation oder zum Lager oder irgendwo hin. What the fuck? Ja. Wie komme ich jetzt von A nach B? Ohne mich total dumm zu stellen. Also runtergehen kann ich. Ich bin schon ein großer Junge. Also dafür, dass ihr euch Hutmacher nennt. Bisschen kreativlos, sich nur einen Zylinder zu geben. Was? Ist das so, dass ihr mich kriegt, ja? So, speichern wir nochmal. Wer soll dir womit helfen? Was? Holde Maid in Lüten. Wo denn? Ich weiß, dass du hier bist. Nicht? Ja dann.
Warte mal, wir können doch. So, jetzt überrascht uns auch keiner mehr. Ist das hier, was wir brauchen? Jawohl. Butterrattenfötus. Wir müssen gleich nochmal ganz zurück da rein. Wirklich. Seriously. Na gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier drüber und gucken mal, was in der Kanalisation da ist. Immerhin hat Daud ja so fasziniert davon geredet. I got no doubt. Egal. 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 Ja. Finde ich jetzt blöd. Aha, da ist der Eingang. War da nicht gerade irgendwo was? Und ich würde mal sagen, Geronimo! Ja, speichern. Aufschließen. Und... spooky. Nee, eigentlich nicht. Oh, vielleicht ja doch, ne? So. Hier unten erwartet uns eine ganze Menge Stuff. Ach! Ihr seid wieder da. Euch mag ich gar nicht. Die mag ich überhaupt nicht, Leute. Wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen gleich mal wieder die Folge ausmachen. Hört ihr mal auf damit? Hört ihr einfach mal auf damit? Moment, es gibt in diesem Spiel gegen alles die passende Medizin. Da ist meine. Bitteschön. Rattenplage beseitigt. So, das ist die Medizin gegen die Seuche. Meiner Meinung nach. Und wofür haben die jetzt so lange gebraucht? Was war jetzt hier so schlimm? Die Wand schießt Dingsies oder was? Deswegen haben die hier so Panik bekommen. Da sitzt was. Oder... saß was? Och Mensch! Jetzt ist hier auch noch zu. Ja gut, wisst ihr was? Da machen wir die Kanalisation noch ein bisschen. Da sitzt was und kann auf mich schießen. Da hängt was, meine ich. Und nachdem wir die Kanalisation ein bisschen kaputt gemacht haben, machen wir mal Schluss hier und müssen den Hubmacher nächstes Mal machen. Ist halt so. Nur, das ist augenscheinlich noch ein bisschen komplexer, als ich annahm. Da ich ja gerne so Nebenmissionssachen mache. Frauchen! Das ist nicht eine Hexe. Das ist eine Hexe. Hier unten sind so viele furchtbare Dinge. Aber nichts ist so furchtbar wie ich. Oh doch. Moment! Wir können sofort weiter Eingeweide rumreißen. Ach schade, ich dachte, ich kann Assassinen rufen. Du, leg dich nicht mit dem Assassin an. Sicher? Bist du dir da ganz, ganz sicher? Okay, also die Brightmoor Bitches, Witches sind also nette, alte Frauen, die uns lieb haben. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oh, ich weiß, dass du hier bist. Oh, das ist gut. Das spart mir auf jeden Fall Arbeit, es dir zu sagen. Nicht den Kopf verlieren im Kampf. Immer dabei sein bei der Sache. So, haben wir die jetzt getriggert? Kommen die jetzt andauernd? Jetzt gehen uns kontinuierlich auf den Popo.
Bescheuerter hätte ich das jetzt wirklich nicht sagen können. Oh, Knochendings. Mitgenommen. Ja, wir haben 20 Minuten. Ich würde mal sagen, es ist eine schöne Zeit, oder? Machen wir einfach hier nächstes Mal weiter. Genießen wir das Spiel ein bisschen. Was? Warum? Denk mal nach. Sie hat Angst vor uns. Wenn der Wandel kommt, will sie nur die schwächeren Schwestern um sich haben. Das ergibt keinen Sinn. Die Layla gibt uns unsere Kraft. Ohne sie würden wir im Mondlicht tanzen und Dummheiten machen. Du musst dich irren. Und warum hat sie uns dann hergeschickt? Das ist ein Whiner. Wo ist die Porttante hin? Ah ja, da oben. Wie gesagt, hübsche, nette, junge, alte Frauen, die nur das Beste für uns wollen. Das ist ein creepy Glitch. Jetzt ist sie wieder hübsch. Tut mir leid. Wie siehst du aus? Bist du auch so eine creepy old woman? Hallo? Könntest du bitte mal... Ja, du bist schon ein bisschen älter. Ist nicht ganz so hübsch. Jetzt bist du eh tot. Ist also egal eigentlich. Ah, okay. Also die haben das hier ganz übernommen. Sehe ich das korrekt? Die machen hier einen auf Twitching, Bitching, oder wie? So, ach so, die werden jetzt von Ratten gefressen. Wie nett. Ah, ist nicht mein Problem. Das ist deren Problem. Müssen sich ja nicht essen lassen, ne? Also die kooperieren hier mit Whiner? So wie ich das sehe... haben die Whiner die nicht gegessen. Meine lieben Freunde, lieber jung und alt und hast du nicht gesehen, wir müssen jetzt aber mal langsam Schluss machen. Ja, so ist das Leben. Ist ganz schön hart, ne? Kaputter Ventilator und einfach mal drücken. Passiert jetzt irgendwas Nützliches? Nein? Nichts? Gar nichts? Okay, ich werde mal herausfinden, was wir jetzt machen müssen. Aha, herausgefunden. Das war jetzt nicht so schwer. Okay, dann werde ich es jetzt doch nicht herausfinden, weil ich es herausgefunden habe. Dann machen wir das halt. Und zwar in der nächsten Folge. Guck, ich mache extra Pause für euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder Dishonored einspielen. Muss ich jetzt den Hinweis wieder geben. Ich habe ein Giveaway zu machen für Dishonored 2. Wenn ich 100 Abonnenten bis zum 10.11. nachts um 12, beziehungsweise ganz früh am 11.11. noch vor dem Release von Dishonored 2 zusammenkriege, dann bin ich gerne bereit, ein Giveaway zu machen. Was bedeutet, abonniert mich, teilt es mit Freunden, bleibt auf meinem Kanal, wenn es euch gefallen hat, ihr seid herzlichst dazu eingeladen, ich werde öfter Giveaways jetzt machen in Zukunft, das ist definitiv ein Versprechen, also mindestens einige pro Jahr. Ich wollte jetzt 6 sagen, ich weiß es aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob es regelmäßig wird. Wir gucken mal, was für Spiele rauskommen. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, warum genau du Dishonored haben möchtest. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Erzählt es euren Freunden, sagt ihnen, die sollen mich abonnieren. Dann haben wir das auch. Es gibt eine Zufallsauswahl und irgendwer wird sich dann freuen von den Abonnenten. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Montag, glaube ich. Lasst euch nicht ärgern, die Woche wird schön. Und wenn ihr was habt, was ihr mir sagen wollt, haut es mir in die Kommentare, schreibt mich an. Ich freue mich immer. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Bis dahin, euer Wolf.